Glatze, ich hab Post für dir. Ja, dann her damit. Ich hab die Art nicht dabei, aber schon mal gelesen. Wie? Sie können doch nicht einfach meine Post lesen. Nee, ohne Witz. Na gut, was stand denn drin? Ja, das war ein Brief vom ZDF. Aha. Du bist gefeuert. Fristlos. Donnerlütchen, wieso das denn? Na, ich sag mal so. Die Hälfte deiner Zuschauer ist schon tot und die andere Hälfte ist im Heim und hat Fernsehverbot. Oha, was mach ich bloß? Erstmal nachdenken. Ey, Glatze! Geh mal lieber Geld verdienen! Wir haben nicht mal mehr Klopapier! Und lass mich auch mal ziehen! Die Arschgeige hat recht! Aber wie komme ich am schnellsten an Geld? Ha, das Geld, das liegt im Wald rum. Alles voller Pfandflaschen und Dosen. Und Klopapier liegt hier auch. Ist sogar noch fast unbenutzt, Töfte. Da mache ich am Tag doppelt so viel als wie beim ZDF. So, hier, guter Mann. Ja, was ist das denn? Das sind alte Lachkonserven aus dem ZDF-Archiv. Die habe ich hinterm Lerchenberg gefunden. Was soll das ein Witz sein? Geklaut vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Das sind meine GEZ-Gebühren. Verlass sofort den Laden, arbeitsscheue Lump, Sozialschmarotzer. Und lass dir mal die Haare schneiden, du Komiker. Der Mann hat recht. Ich könnte Komiker werden. Da verdient man auch nicht schlecht. Hier, Arschgeige, kennst du den schon? Kommt ein Arzt zum Arzt? Nö, anders. Kommt Jesus in die Bäckerei? Nee, Moment. Ein Amerikaner, ein Russe und Helmut Kohl? Oh Mann, da ist ja sogar Mario Barth lustiger. Na, ist ja klar. Der hat ja auch bessere Gagschreiber als ich. Das stimmt. Diese miesen Witze, die uns die ganze Zeit in den Mund legen, gehen mal gar nicht. Ich wette, die haben sich nicht mal ein gescheites Ende ausgedacht. Hier ist übrigens dein Klopapier, Arschgeige. Oh, danke. Ey, was hat dein Klopapier mit dieser Folge gemeinsam? Ganz einfach. Beide sind für den Arsch. Hallo? Oh, Mario. Ja, klar. Den Gag kannst du haben. Kostet 5 Mark. Ja, du mich auch. Tschüssikowski. Mensch, so viel Geld. Davon kann ich mir jetzt den Bus zum Arbeitsamt leisten. Und da mache ich eine Umschulung zum Hundefriseur. Mit Schnauzern kenne ich mich ja aus. Oder zum Techno-DJ. Eine geile Platte habe ich ja schon. Oder zum Frauenarzt. Ich muss ja eh gerade genug Abstriche machen. Oder als IKEA-Regal. Ich habe ja auch ein paar Schrauben locker. Oder als Fahrrad. Einen Ständer habe ich ja schon. Als 16:9 Fernseher. Breit bin ich ja eh die meiste Zeit. Ich werde Töpfer. Bin ja gelernter Tontechniker. Oh, da geht's zum Film. Da kannst du nämlich die Klappe halten. Oder als Unterhose. Eine Bremsspur. Sag schnell. Torwart. Da kriegt man auch mal einen. Hallo? Kann mich mal bitte jemand abschalten? Gute Idee. Ich werde Pfleger für Koma-Patienten. Da kann man nämlich gut, na, ihr wisst schon, abschalten.